Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Samstag, den 16. März. Es ist 7.30 Uhr. Gleich beginnt bei mir ein Webinar. Deswegen mache ich den Film vorher. Sonst könnte ich ihn erst heute Abend machen. Leider habe ich es am Freitagabend nicht mehr geschafft. So, vor uns liegt der DAX, ein Tag nach dem Verfalltermin. Von den rund 100 Punkten, die wir gemacht haben am Freitag, entfallen alleine 32 Punkte auf die SAP. Die hatten einen riesigen Umsatz, der war so groß wie das letzte Mal im September, auch beim Verfalltermin. Der war gewaltig. 32 Punkte davon nur SAP, gefolgt von Infineon, das waren glaube ich 10 Punkte. Tja, wie sieht es hier aus? Verglichen mit letzter Woche haben sich die Bänder weiter verengt. Wir handeln am oberen Band, wir haben wieder drin geschlossen, wir sind über 10 und 20 Tage Linie, aber wir haben diese psychologisch, sagen wir mal, wichtigere Marke von der 200-Tage-Linie vor uns, die ist bei 11.766. In dem Zusammenhang von den Indizes, die ich so beobachte, ist lediglich der TecDAX und der DAX haben die 200-Tage-Linie noch nicht erreicht. Alles andere, Nasdaq, MDAX, Standard 500, Eurostox, IBEX und vor allen Dingen SMI, sind da schon teilweise deutlich drüber, vor allen Dingen letztgenannter. SMI ist richtig gut gelaufen. Die Bänder sind also wie gesagt sehr eng. Wir haben hier eine Widerstandszone, bestehend aus dem oberen Band, 11.687, aus der 200-Tage-Linie 11.766 und dann kommt hier diese Linie noch dazu, kommend aus dem September letzten Jahres, das ist bei 11.850. Das MACD liegt relativ neutral. Ja, da kann man nicht allzu viel, das ist so um die Nulllinie rum, da kann man nicht allzu viel von erwarten. Momentan hat keine echte Signalwirkung. Die Stochastik als Oszillator ist positiv. Nirgendwo irgendwie überkauft oder sonst was, leicht nach oben gerichtet. Das heißt, wir haben durchaus noch diesen Platz, das hier zu machen. Jetzt ist der erste Tag nach dem großen Verfalltermin, sprich der Montag. Der ist immer mit so Verwirrungen verbunden. Ja, irgendwo wurden da irgendwelche Positionen ausgeübt, mit denen man nicht gerechnet hat. Da muss man ein bisschen gucken. Also da ist zumindest der Vormittag noch ein bisschen wackelig nach oben oder unten. Da muss man ein bisschen schauen. Was mir nicht gefällt, ist, und da muss ich mit Ihnen auf die Woche gehen, ist die Woche hier. Ja, wir sind hier auch durch diesen Trend durch. Ja, wir sind über der 200-Wochen-Linie, über den 10er und den 20er Kleid den Durchschnitt. Das hier gilt, historisch gesehen, sogar schon als relativ hoch, ist aber ohne Verkaufssignal. Das MACD ist noch in Ordnung. Das gefällt mir hier nicht. Das ist zwar noch kein Verkaufssignal im Oszillator, aber es ist zumindest jetzt schon heftigst überkauft. Das kann aber auch über mehrere Wochen noch gehen. Der ist jetzt bereits seit 2 Wochen überkauft, aber das können durchaus nochmal, das kann so eine Phase hier werden. Wie Anfang 2017, da waren das fast 6 Monate, wo der Freund überkauft war. Das kann passieren, aber das treibt mich ein bisschen zur Vorsicht. Hier sehen Sie auch diesen Punkt von der 11.850. Sehen Sie nochmal deutlicher. Das war schon im April 2017. Dann nochmal im August 17, dann haben wir hier lange mitgekämpft, das war Beginn 2018 und dann sind wir irgendwann mal durch. Da gehen wir jetzt hin, back to breakout, ja, wenn ich das hier als Breakout sehe. Zurück zum Tag. Also ich denke, eigentlich ist das Erreichen der 200-Tage-Linie ist schon eine Pflicht und eine Kür wäre dann die 11.850. Das ist mir allerdings zu wenig, um da jetzt noch irgendwie eine großartige Position aufzubauen. Für diejenigen, die glauben, dass der Markt doch weiter hochgeht, bietet sich allerdings Folgendes an. Wir haben hier eine Unterstützung vom Chart bei der 11.400. Das ist die erste, das ist das letzte Verlaufstief. Ich habe aber auch kein Problem zu glauben, dass wir einmal Atem holen und nochmal hier auf diesen Trend, den wir haben, nochmal runterzugehen. Der verbindet sich dann mit dem unteren Bollinger Band. Da sind wir so bei 11.380 ungefähr. Deswegen, ich muss mir jetzt keinen Schein suchen, der hier unten irgendwo eine Basis hat, sondern ich habe eigentlich den jetzt hier rausgesucht. Das ist ein unlimitierter Schein mit der Basis 11.312. Da liegen wir also ungefähr hier unterhalb des Bandes. Das wäre einer für die Leute, die glauben, die 200 Punkte, die machen wir noch hoch. Ich werde die wahrscheinlich nicht mitspielen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Ich muss also nicht hier unten irgendwo hingehen. Das ist von Goldman Sachs die GA2NE9. GA2N Nordpol E9. 11.312. Einen Put hingegen, den muss ich natürlich deutlich weiter oben suchen. Und da bin ich der Meinung, da muss ich über die 11.850 gehen.
Und da bietet sich sowas hier an. Das ist auch ein Open-End-Schein mit der Basis 11.934. Da sind wir also ungefähr hier. Deutlich hinter dem oberen Band, hinter der 200-Tage-Linie und hinter diesem horizontalen Widerstand, den ich eben bei 11.850 ausgemacht habe. Das wäre auch ein Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman Sachs mit der Kennnummer GM7C0T. GM7C0T 11.934. Das ist noch nicht so weit. Ja. Also da, ich halte das durchaus für möglich, dass wir hier die 200-Tage-Linie und auch diesen Widerstand sehen. Dann gucke ich mir das Ding ganz genau an. Mal schauen, was dann der Freund hier in der Technik hier oben macht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.